Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ich habe gerade mir die Aufnahme schon mal angeguckt von eben gerade und festgestellt, dass der Sound natürlich deutlich besser ist, weil er nicht mehr zerrt, aber es ist doch jetzt ein bisschen leise geworden. Also habe ich das Mikro wieder ein bisschen hochgeregelt und stelle hier jetzt nochmal die Lautstärke ein bisschen runter. Weil es war doch teilweise jetzt doch ein bisschen schwer zu verstehen. Habe ich das jetzt angenommen, ich Idiot? Oh, jetzt muss ich schon wieder reingehen und nachgucken. Ja, alles gut. So. Aber damit hätten wir jetzt vielleicht sogar schon ein Setup gefunden, das nicht zerrt und trotzdem noch gut zu verstehen ist, was so ziemlich die, die Endlösung hier. Und bam. Endlösung für den... Na, wo bist du? Da bist du. Habe ich die wieder ein Opfer zerfetzt? Ja, ne? Oh. Oh, oh, jetzt hat er mich. Jetzt und ein bisschen. Ah. Ah. Ich habe dich gerade mit Stase behandelt, du ekelhaftes Mistvieh. So. Strafe ist... Strafe ist... Hart, aber fair. Ich will nicht, dass sie hier ständig irgendwelche Toten zum Leben erweckt. Habe ich mich da in irgendeiner Form unklar ausgedrückt? Habe ich wieder zu schnell gesprochen oder was? Oder hört mir einfach keiner zu? Sprechen Sie meine Sprache? Ich kenne aber kein Land, das was heißt. Was gibt's denn hier alles? Hier liegt noch was. Halbleiter. Male, Anstreiche, Halbleiter. Dr. Kain, was zum Teufel? Zurück. Noch einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten, nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Ja, von wem, wen ging das jetzt? Um Dr. Kain, glaube ich, ne? Ja, hier sprechen wir erstmal rein. Ab, meine ich natürlich. Ab. So. Und. Dr. Kain. Hier heißt der andere Dr. Mercer. Das ist der völlig Irre, der dieses mega Regenerator-Biest erfunden hat. Experimentellen Methoden erschaffen hat. Oh, die sind alle so hier. Was ist los? Oh, hier haben wir es schon ja mit solchen Biestern zu tun. Die schießen jetzt vermutlich durchgehend auf uns. Die treffen uns sogar, ich wollte gerade sagen, aber da haben die schlechte Chancen. Wenn man nicht zu blind zum Zielen wäre, ne? Könnte man das sicherlich... Ey! Mal, das gibt's doch gar nicht. Ich bin wirklich so blind und wo ist hier der nächste? Da. Wo noch? Hier ist doch schon wieder einer. Ah! Ja, toll. Ich verschwende hier Muni. So, ich denke, das ist es erstmal, oder? Das irgendwie haben? Kann ich das haben? Ich möchte es besitzen. Hinten noch ein Medipack, das wollte ich eigentlich auch besitzen. Nur Medipack sollte man jetzt verwenden. Zwei kleine gehen auch. Was sagt die Munition? Oh! Isaac? Nicole! Bist du das wirklich? Ja! Bist du es wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Oder ist ewig lange her? Aber ich kann dir helfen. Okay, ich glaube, wir haben Nicole gefunden. Die erste gute Nachricht in diesem verdammten Spiel. Ja, die 1200 sind auch ganz nett, aber
ist in der Tragweite eigentlich kaum zu vergleichen. Das ist nicht der Medipack, hier ist noch ein bisschen Moon. Aber ich glaube, ich muss jetzt leider wirklich mal eine Weile mit dem Impulsgewehr schießen, denn das hier ist... sieht schlecht aus. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Okay. Moment, du da drüben und ich hier. Das kann doch nur bedeuten... Das kann nur eins bedeuten, mal ganz ehrlich. Unter uns Pfarrerstöchtern. Genau das meine ich. Ah, toll. So blöd zum Nachladen war ich auch noch. Na, das wird's doch nicht gewesen sein, oder? Ich kenne euch doch. Natürlich. Ich erkenne doch meine Schweine am Gang, mal ganz ehrlich. Zwischen die Beine geschossen, aber nicht sicherlich nicht ins Bein. Oh, kommst du nochmal? Ja, da kommt schon wieder hoch. Na komm. Na, wirst du wohl? Ich glaube wohl. Geht's hier noch gut? Ja, geht's noch gut. Nicole, ich will darüber. Meinetwegen bin ich doch hier auf diesem gottverlassenen Schiff. Ja, erstmal du, dann du und dann... Ah, verflucht noch eins. Jetzt kommen sie aber hier mit... Wenn ich mal nicht zu beknackt wäre, um zu aimen. Nicole, beeil dich ein bisschen. Oh, herrlich. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Echt? Ich liebe dich. Oh, das ist so süß. Ich hoffe, sie ist sich da sicher. Da drüben ist da noch irgendwas. Aha, Credits. Das will ich doch alles gar nicht hier. Ich will da, die will ich aus dem Weg räumen, genau. Einfach mal aufräumen da drüben. Ich hasse es nämlich, wenn Leute ihren Dreck hinter sich nicht selbst wegmachen können. Also räumen wir das alles mal schnell auf hier. Dann sieht es da drüben auch wieder schön aus. Und nicht, als wenn da irgendwie eine außerirdische Invasion stattgefunden hätte. Mit anderen Worten, eine Bombe eingeschlagen hätte. Liegt hinter uns? Ja. Muss ja nicht sein. Ein neues Knötchen. Dass ich nicht die auf meinen Stimmbänder nehmen kann. Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Wie du siehst. Ich habe die Guckst du mir zu? Durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, wo bist du? Chance, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Doch, willst du ihn eigentlich noch für tot erklären, sag mal. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wie steht's denn um unsere... Ach, wenn ihr noch ein bisschen das Impulsgewehr... Das müssen wir auch mal... Das muss auch mal ein bisschen... Exp kriegen, das Ding. So. Würde ich ja mal die Dinger finden, die das Zeug hier abschießen. Oh, guck an. Moin, kleiner Mann. Trifft man noch alte Bekannte. Geschwür und Verunkel, die kleinen ekelhaften Brüder. Komm her. Komm her. Tja. Dann seid ihr jetzt auch mal ein bisschen. Das ist ja schon der dritte. Von euch hässlichen Genossen. Das ist die ganze Tentakelfamilie, oder? Als wenn ich sonst nichts zu tun hätte, als ich mit euch kaputten hier die ganze Zeit rumzuschlagen. So. Wenn hier nicht jemand wartet, dann
fresse ich auch ein halbes Gnu. Ach, zwei Stück. Ja, ich hab schon 100 von euch platt gemacht. Warum glaubt ihr, dass ihr zu zweit gegen mich irgendwas ausrichten könnt? In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ja, mach ich doch. Alles gut. Alles gut. Nein, das speichern wir nicht. Das speichern wir nicht. Wir haben den Sender. Wir können jetzt... Ach, guckt euch das an. Da liegt doch schon wieder einer. Also, entschuldige mal, aber... Mit den alten Tricks kommst du bei mir wirklich nicht mehr weiter. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schiffs unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Das glaube ich allerdings auch. Wenn du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Bei meinem Glück werde ich ihn sogar noch erschaffen müssen, bevor ich ihn starten kann. Das war eine durchaus eine Option. Ich halte das durchaus für eine Option. Ist es denn so schwer, mein Gott? Ja, doch noch eins. Oh, da. Hier hat man die Beine schon genommen. Ah. Jetzt alle keine Beine mehr. Warum könnt ihr mich sehen und ich kann euch nicht sehen? Ist das an meiner Grafikeinstellung? Ach, komm schon. Doch nicht so ein Scheiß, ehrlich. Oh, zweiten Tag mit einem Schuss. Heute wird ein guter Tag. So. Amazon ist übrigens auch kein Verlass mehr. Morgen hat meine Freundin Geburtstag und ihr Geschenk ist heute noch nicht da. Ja. Wie stehe ich denn jetzt da? Moment. Das weiß ich doch jetzt schon, dass das nicht funktioniert. Das ist ein Shop, da können wir einfach reingucken. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Beckett, Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Hallo! Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen, was aus Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmassen mehr habe, kann ich wenigstens... Wie bitte? Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Kollege, du schneidest jetzt echt die Beine ab? Oh Gott! Alter. Noch einer. Bei dem ist auch echt der letzte Schaltkreis durchgebrannt. Aber auch das können wir ihm nicht verübeln. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich ihn aufgesammelt habe. Anzug Level 4. Dann wissen wir doch, was wir zu kaufen haben. Jawohl! Endlich ein neuer Anzug. Die Mode ist dieser Tage so schnelllebig. Ne? Hat man den neuen Anzug, hat sich halt ihn gerade eingetragen. Und schon kommt die Panzerung wieder in Mode. Und man muss erstmal aufrüsten. Also... Ich weiß echt nicht, was Isaac Clarke macht, wenn er mal aus der Rüstung muss. Das fragt sich wahrscheinlich jeder Zweite. Mann, die Hose hat auch keinen Reißverschluss. Das wäre auch im Sinne der Panzerung ein bisschen affig, wenn die Region nun gerade überhaupt nicht gepanzert wäre. So, Inventar. Medipack Mittel. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Das kommt... rüber. Ein kleines können wir nehmen. Ein kleines. Guckt euch die ganzen Medipacks an. Ja, ein kleines haben wir auch noch. Immer gern alle drei Größen einmal dabei. So für die kleinen und die ganz hartnäckigen Fälle. Oh, warum habe ich denn jetzt zwei? Weil ich schnell nicht aufgepasst habe. Ja, verkaufen wir. Stase-Pack safe. Stase-Pack verkaufen wir. Das verkaufen wir. Pulsprojektile. Ich habe nicht mehr viel Munition, das muss ich ja sagen. Weg damit. Was habe ich denn hier noch an Plasma-Energie? Ach, guck an.
einiges. Und hier ist auch noch mal ein. Das bisschen Muni ist auch noch da. Herrlich. So, deswegen habe ich recht. So, das trifft sich ganz gut. So, und der Kollege hier hat sich jetzt gerade die Beine abgehackt, damit er nicht zum Nekromorph werden kann, ja? Nekromorph werden kann. Das ist natürlich auch nicht unbedingt also nicht per se. Überlegen, wie viel Platz haben wir denn jetzt eigentlich? Herrlich! Herrlich, guck euch das an. So viel Platz. So viel Sand und keine Förmchen. Oh, toll. Was soll ich mit euch machen, ne? Also, ich hab was für euch. I've got something in my back pocket for you. So. Jetzt schauen wir mal schnell in die Flasche. Wir schauen in die Flasche und sprechen in die Tüte. Gut. Und damit wissen wir, Moment, dass es Zeit ist, das aufzusammeln. Und bevor wir uns hier in die Werkbank stellen und irgendwas... Moment, wie viele Credits habe ich denn? 34.000, gerade neuen Anzug gekauft. Na. Dann würde ich sagen, kaufen wir gleich erst noch mal ein paar Knoten in der nächsten Folge. Und können wir irgendwas aufpimpen hier. Vielleicht unseren... Ich weiß schon nicht mehr genau, was ich als nächstes aufpimpen wollte, aber irgendwas fällt uns schon ein. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. PDGX out.